Du hast erst mal sehen. Ich habe zu Weihnachten einen Antrag bekommen. Und er tat das auf die wunderbarste Art und Weise, wie man das machen kann. Er putzte erstmal die Wohnung. Die Welle. Und dann am Abend. Und dann am Abend am Baum die Kerzen und in den Bäuchen das gute Essen und die Bescherung. Und dann kam es zum Finale der Bescherung und er kam mit einem breiten Grinsen und einem Ring. Und dann fragte er, ob ich mit ihm alt werden will. Und nur so als Info für alle Männer, in der Zeit zwischen dieser Frage und der Antwort mögen für ihn vielleicht nicht viele Sekunden vergehen, aber in Wahrheit, im Kopf der Frau, da passiert was. Und ich möchte euch jetzt einen Einblick geben, was in diesen Millisekunden passiert. Tja. Ich wollte immer einen Klavierspieler haben. Und mein Herz könnte sich an seinem Spiel laben. Romantisch sollte er sein und mir die ganze Welt zeigen und mir den Himmel füllen mit ganz viel Geigen. Schön wäre es, würde er auch für mich singen und Blumen, die sollte er mir oft bringen. Und er? Er ist weder musikalisch noch Blumenhändler. Er ist eher ein zum Kühlschrankpendler. Er hat beim Essen die Ellenbogen am Tisch und sein Atem morgens ist nicht immer frisch. Und der fragt mich jetzt, ob ich mit einem alt werden will. Ich wollte eine Hollywood-Liebe. Richard Burton, Liz Taylor und wie sie heißen. Musik, die anschwillt und mich umspielt. Auch mit den Tönen, den leisen. Eine Leidenschaft, die fast schon Schmerz. Und allen geht's so richtig ans Herz. Auf der Bühne meines Lebens sollte es immer großes Theater geben. Und er? Wenn ich jetzt auf mein Leben sehe, meistens kleine Bühne, Kabarett. Am Anfang war selbst Beziehung gar kein Thema. Wir passen füreinander in kein Schema. Und er fragt mich, ob ich mit ihm alt werden will. Ich wollte einen Mann mit Schloss, märchenhaft und am liebsten eine Menge Dienerschaft. Wichtig, jemand anderer kocht und putzt das Haus und mein Traumprinz führt mich immer aus. Ich wollte viel Platz für mein tolles Leben und ganz viel Annehmlichkeiten eben. Und er? Er zog bei mir ein und alles wurde enger. Kein Platz mehr für meine Kleiderhänger. Und dabei bekam er doch eh ein Drittel vom Platz. Reicht denn das nicht, Schatz? Und der fragt mich jetzt, ob ich mit einem alt werden will. Ich wollte einen Mann, der meine Emotionen schürt und mich mit seinen Gefühlen rührt, der auch meine geistige Entwicklung wichtig ist und der sich nicht gleich bei Faust verbisst. Ein Mann der Muse und Sinn fürs Schöne, der mich auch mal kulturell verwöhne. Und er? Für ihn bedeutet Schönheit, wenn Alaba trifft. Und derzeit ist wieder Champions League Pflicht. Erweckt Emotionen und das umbringen wollen. Mit vollem Geschirrspüler und leeren Klorollen. Und der fragt mich jetzt, ob ich mit einem alt werden will. Also, ich fasse zusammen und sage es ganz offen.
Ich habe wohl nicht meinen Traumprinz getroffen. Und als er mich fragt, ob ich mit ihm alt werden will, war meine Antwort: Schatz, wir können nicht zusammen alt werden. Wir sind schon alt. Aber ich möchte gern mit dir älter werden. Denn Tatsache ist, er ist der Mann, der mich so nimmt, wie ich bin, der mir meine Flügel lässt und meinen Widersinn, der mit Würde meinen Vollmond erträgt, auch wenn es an seinen Nerven zählt, der bei meinen Läufen im Ziel steht, auch wenn es lange geht, der zwar den Macho ab und zu spielt, aber den sogar die Katze innig liebt, der mit mir Vermisst und Dschungelcamp schaut, obwohl es ihm furchtbar davor graut. Ich sage ja, denn du bist das Magi in der Suppe. Du bist meine Sondereinsatztruppe. Du bist mein Erdbeerkombino, mein Cornetto, in meiner Lebensoper das Libretto. Du bist mein Sonntagsfrühstücksmacher, beim Slammen mein Thema und lauterster Lacher. Du bist mein Spiegel, mein Gegenüber, mein starker Arm und deine Füße sind auch immer warm. Du bist mein bester Freund, meine Rettungsgasse. Du bist der Mann, nach dessen Hand ich fasse.